Es war eine ungewöhnliche Aktion am Donnerstagnachmittag auf dem Trierer Hauptmarkt. Mit Unterstützung von Oberbürgermeister Klaus Jensen machten Vertreter der Hochschulen, des Studierendenwerks und des Palais auf den akuten Mangel an Studentenzimmern aufmerksam. Die Lage ist so dramatisch wie noch nie. Sämtliche Wohnheimplätze sind einen Monat vor Semesterbeginn bereits vermietet, doch täglich melden sich beim Studierendenwerk neue Wohnraumsuchende. Stadtoberhaupt Jensen appellierte an potenzielle Vermieter, Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Im Wintersemester waren an Uni, FH und Theologischer Fakultät rund 18.000 Studierende eingeschrieben. Zum kommenden Wintersemester werden voraussichtlich fast 19.000 Menschen in Trier studieren, so viele wie noch nie zuvor. Freier Wohnraum kann telefonisch beim Studierendenwerk gemeldet werden.